Und das passiert momentan über große Entfernungen. Das ist das eine, was die Quantentheorie uns gezeigt hat. Das zweite, was uns die Quantentheorie gelehrt hat, ist, dass diese heilige Kuh des Energiesatzes, dass die in bestimmten Situationen nicht gilt. Es gibt also reale Vorgänge, die vom Satz von der Erhaltung der Energie streng verboten sind. Der Tunneleffekt ist also etwas, was, wenn der Energiesatz ganz streng gilt, unmöglich ist, aber in bestimmten Situationen funktioniert das. Und das hängt im Prinzip von der Ausdehnung dieser verbotenen Zone ab und dem, was wir in der Physik sozusagen die entsprechende Wellenlänge dieses Quantenobjektes betrachten. Und dann zeigt es sich eben auch, das sind reale Vorgänge, die erstens mal vom Energiesatz verboten sind und trotzdem passieren, die man nicht machen kann, die aber geschehen. Das ist also auch wichtig. Das ist also nicht so, dass man das wie einen Stein werfen erzwingen kann, sondern es passiert oder es passiert nicht. Also da haben wir sozusagen nicht die Möglichkeit, kausal machtförmig einzugreifen. Das geht nur in dem Rahmen, wo die klassische Physik sozusagen gültig ist, eine gute Beschreibung liefert. Und das Zweite ist dann, dass diese verbotene Zone momentan überbrückt wird. Also nicht mit hoher Geschwindigkeit, sondern praktisch sofort. Das sind also Experimente, die der Kollege Nimtz in Köln gemacht hat. Mit extrem genauen Zeitmessungen hat er das gezeigt. Und das waren also Wellenlängen von etwa von dieser Größe, Mikrowellen 49 cm. Und dann zeigt er also, das läuft praktisch mit, das ist, ob das durchgeht, das dauert sozusagen eine halbe Schwingung. Und dann ist das aber sofort auf der anderen Seite oder es geht zurück. Und wenn Sie da genug haben, was Sie durchschicken können, dann können Sie sozusagen, da war er ganz stolz, ich glaube Mozarts kleine Nachtmusik mit achtfacher Lichtgeschwindigkeit über diese Strecke von 48 cm. Es ist natürlich so, dieser Effekt wird sehr schnell sehr klein, wenn das groß wird. Wenn Sie also im Prinzip die verbotene Zone so haben wie die Wellenlänge, kommt sozusagen nur noch jedes dritte Bit durch. Aber wenn Sie genug Redundanz haben und Sie haben so einen Ohrwurm wie die kleine Nachtmusik, dann hören Sie auch, wenn sozusagen nur noch jede dritte Note durchkommt, hören Sie immer noch, was gemeint ist. Wenn Sie schon vier Wellenlängen haben, kommt nur noch jede 50. Note durch. Das heißt, dann ist das praktisch weg. Also dieser Tunneleffekt ist im Alltag ganz wenig zu merken. Sozusagen für die technische Anwendung ist das erstmal relativ weit weg. Es gibt Physiker, die meinen, man könne da bestimmte Mikrochips besonders neu bauen und gut konstruieren, weil dort keine Energie sozusagen Reibung in dem Tunnel macht. Also das sind aber technische Details. Aber was man zum Beispiel nachdenken kann, ist, wenn meditierende Mönche oder Menschen, die sehr aufmerksam sind, wenn man da die Hirnwellen abnimmt, dann gibt es diese berühmte 40 Hertz Schwingung. Du hast mal lange Zeit in Leipzig noch EEG an Kühen und sowas gemacht. Du kennst dich da viel besser aus als ich. Aber was ein EEG ist, weiß man. Das sind also die Photonen, die relativ langwellig sind und die man dann außen an der Kopfhaut abgreifen kann. Und da zeigt sich also, wenn man so vor sich hin dämmert, dann hat man, ich glaube, so 4 bis 7 Hertz etwa. Und bei Meditation und bei intensiver Aufmerksamkeit, da kommt man auf 40 Hertz Wellen. Und das Spannende ist jetzt, die zugehörige Wellenlänge ist etwa Erdradius. Und das heißt natürlich, der Tunneleffekt ist sozusagen in dem Bereich von einer Wellenlänge noch relativ ganz gut. Das heißt, man kann zumindest erstmal darüber nachdenken, ob das, was sie da angesprochen hat, eventuell in den Bereich kommt, wo die Quantentheorie über Tunneleffekt spricht. Das könnte eventuell manches von diesen Phänomenen erklären, die viel zu häufig sind, als dass man sie alle nur als Spinnerei oder als Wichtigtuerei oder als sowas ansehen könnte. Es gibt viele Menschen, denen sowas zustößt. Und da ist meine Meinung, das ist also nicht gegen die Naturgesetze, sondern das haben wir einfach noch nicht hinreichend gut verstanden. Aber das ist nicht dasselbe. Was? Ja, ich denke, es ist ja nachgewiesen, dass Placebo also einen großen Effekt hat. Dass es also wirksam sein kann wie Medikamente. Und ich denke, mit der Hilfe von der Vorstellung, dass Information eben auch eine Selbst, wie soll ich sagen, eine selbstständige, objekthafte Eigenschaften haben kann, also Sachen wirken kann,
wie eben andere Dinge, dass dann so eine Wirksamkeit man sich eher vorstellen kann. Mhm. Dass ich also alleine bei dem bloßen Gedanken oder bei der Vorstellung das eben auch wirken kann. Die Frage, die sich ja auch stellt, was ist überhaupt Realität? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Naturwissenschaft sucht ja Regeln. Und eine Regel ist nur sinnvoll, wenn irgendwas mehrmals passiert. Also wenn Sie einen reinen Einzelfall haben, der sich nie wiederholt, ist die Vorstellung dafür, eine Regel oder ein Gesetz aufzustellen, einfach Unfug. Also mit Naturwissenschaft sucht also Regelhaftes etwas, was ich wiederholen kann. Wenn wir jetzt sozusagen in Gedanken absolut genau wären, dann würden wir sehen, wirklich wiederholen tut sich überhaupt nichts. Das heißt, damit wir sowas wie eine Wiederholung haben können, müssen wir bestimmte Aspekte von diesen Ereignissen als unwesentlich unter den Teppich kehren. Und dann können wir Regeln aufstellen. Und je mehr wir als unwesentlich unter den Teppich kehren, desto schärfere, desto klarere mathematische Gesetze können wir aufstellen. Und die exaktesten Gesetze, das sind die der klassischen Physik, die sind eben, da wird so viel unter den Teppich gekehrt, dass dann die Gesetze eine determinierte Entwicklung von Fakten behaupten. Und wenn Sie etwas genauer wären, wenn Sie also nicht ganz so viel unter den Teppich kehren, dann kommen Sie zur Quantentheorie. Die behauptet nur noch eine determinierte Entwicklung von Möglichkeiten, behauptet aber nicht, dass die Fakten im Einzelnen dann jetzt schon determiniert seien, sondern da gibt es einen Rahmen, in dem die geschehen können und dann nicht. Das wäre also erstmal wichtig zu sehen. Naturwissenschaft kann also sozusagen nur auf Vielheiten eingehen. Und wenn Sie sagen, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts, dann heißt das sozusagen, warum existiert das Universum? Das Universum ist aber eines. Das heißt, darüber können wir sozusagen keine Regeln aufstellen, ja, keine Gesetze machen, sondern die Naturwissenschaft fängt sozusagen damit an, es gibt etwas und das wollen wir versuchen, möglichst gut zu verstehen. Und es zeigt ja eben auch die technischen Anwendungen, dass das, was wir da gefunden haben, doch recht gut ist. Also wir nähern uns dem Verstehen der Natur doch ziemlich gut an, sonst würde das ja alles nicht funktionieren, was man heute an technischen Dingen bauen kann, aufgrund der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber diese Frage ist natürlich eine, die Sie sozusagen dann an mich als Philosophen oder als religiösen Menschen stellen. Wenn Sie das wollen, kann ich darauf antworten, aber als Physiker ist es natürlich erstmal nicht möglich, oder? Naja, ich würde vielleicht noch mal ganz gern ergänzen. Erstmal, dass du sagst, die Wissenschaft, und wenn wir heute natürlich wissen, dass aus Naturwissenschaft, aus Anwendung der Quantenphysik alleine über ein Drittel des Bruttosozialprodukts produziert wird, ist das ja auch, was zeigt, dass eben die Quantenphysik wahrscheinlich eben doch die Grundlage ist, die uns diese Welt erklärt. Und dass die Quantenphysik ja auch zeigen kann, dass eben genau solche Erscheinungen wie Menschen, die meditieren, dem nahe kommen, was Fülle und was nichts ist. Dass das letztlich, Heisenberg hat das ja wohl schon so formuliert, ein und dasselbe ist. Heisenberg, Weizsäcker zitiert gerne seinen Freund Heisenberg und der hat eben gesagt, das Vakuum ist das Ganze. Und wenn man die sogenannte zweite Quantisierung philosophisch wirklich versteht, dann heißt das, der sogenannte Grundzustand, was wir als Vakuum bezeichnen, ist eigentlich sozusagen die Fülle aller Möglichkeiten. Und das, was dann sozusagen als Fakten erscheint, ist so ähnlich, wie wenn man einen Stein, wenn Sie einen großen See haben und Sie schmeißen einen Stein hinein, da passiert zweierlei. Das eine ist, Sie kriegen Wasserspritzer und der Stein nimmt Luftblasen mit ins Wasser. Die Luftblasen würden also in der Physik, in dem Bild der Physik, die Antimaterie sein. Die Wasserspritzer würden die Materie sein, also das, was wir als Realität betrachten. Und der ganze See, das wäre das Nichts. Das heißt, die Quantentheorie zeigt uns also, dass dieser Unterschied, das Ganze und das Nichts,
wo ja eben, ich glaube, der Buddhismus doch, wenn ich ihn richtig verstehe, großen Wert darauf legt, dass das Nirvana, das Nichts, eigentlich das Ganze, die ganze Wirklichkeit ist. Die Quantentheorie liefert uns dann sozusagen aus einem ganz anderen Bereich Hinweise, wie man das verstehen kann und muss. Dass das sozusagen verschiedene Blickwinkel auf ein und dasselbe sind. Wenn wir nicht mehr diese primitive Vorstellung haben, die Wirklichkeit ist letztlich sowas wie kleine Kügelchen, Atome. Egal wie man die nennt, ob man die dann Strings nennt oder Quarks oder so. Es bleibt ja immer eigentlich dasselbe Modell, irgendetwas mit sehr kleinem Volumen. Dann hat man natürlich auch zu den ganzen transzendenten Dingen gar keinen Zugang. Wenn die Wirklichkeit im Grunde etwas ist, was mit unseren Gedanken sehr viel mehr verwandt ist als mit unserem Körper, wo also wir sagen müssen, der Körper ist sozusagen so etwas wie kondensierte, geformte, verfestigte Quanteninformation und Bewusstsein ist eben Quanteninformation, die flüchtig ist, aber die eben sich selbst erleben und selber kennen kann, dann ist natürlich eben auch das, was die Philosophen, was in den großen Religionen unter Transzendenz verstanden wird, sehr viel näher, dass da die Kluft ja, zwischen kleinen Kügelchen und der Transzendenz, die ist unüberbrückbar. Aber ich würde denken, wenn die Grundsubstanz der Welt eigentlich etwas ist, was eine Struktur hat, von der man in der Sprache der deutschen Philosophie von Geist spricht, dann ist sozusagen die Kluft und der Übergang zur Transzendenz einfacher. Meinst du so? Ja, ich denke auch, dieser Materialismus, also wenn man auch schaut, wo soll es hingehen, dann ist es ja so, dass du besonders oft gefragt wirst, wem nützt das? Ja, das ist also eine Frage, die auch von Wissenschaftsjournalisten durchaus kommt. Oder was nützt das? Was nützt das? Ja. Bitte schön, welches Patent kann man damit anmelden? Was bringt das in Heller und Pfennig? Ja. Also wo diese Ökonomisierung oder dieses Materiedenken oder materielle Denken so auch in die Wissenschaftsseite gekommen ist, oder zu sehr gekommen ist, denke ich, war sicher immer drin, aber dass man so Sachen einfach erstmal erforscht aus Interesse an der Sache, also so wie Plancks gemacht hat oder Einstein, alle Leute, die Großen. Haben ja sich überhaupt nicht überlegt, was kann das wem nützen und dann noch, was bringt es mir an materiellen Gütern. Ich denke, auch wenn dieser Gedanke kommt, dann funktioniert das auch gar nicht mehr. Aber er ist eben leider sehr verbreitet. Also gerade unter Journalisten begegnet uns das doch recht oft, dass die nicht wissen wollen, wie ist es eigentlich wirklich, sondern was bringt es und vielleicht eventuell ist es eine Schlagzeile wert. Vielleicht ist es aber auch genau das Problem, das wir momentan auch haben, wie man das auch in den Medien nachvollziehen kann. Was wünschen Sie sich, welches Bewusstsein wünschen Sie sich für die Menschheit und welche Entwicklung wünschen Sie sich für die Wissenschaft? Naja, ich denke, das Bewusstsein hängt schon eng zusammen mit unserer Sicht auf die Welt und auf uns selber. Und ich denke, worüber wir gesprochen haben, dass wir dadurch auch wieder verstehen können, dass wir in einem gewissen Rahmen Freiheit haben, heißt ja auch, dass wir Verantwortung tragen. Dass wir Verantwortung tragen für das, was wir tun, für das, was in der Welt geschieht und dass dazu eine wissenschaftliche Grundlage nötig ist, weil sonst die Weltsicht halt so verändert wird. Eben eigentlich ist niemand verantwortlich, ich kann auch niemand zur Rechenschaft ziehen, wenn alles determiniert ist, liegt es eh fest. Aber im Rahmen dessen, was uns möglich ist, sollten wir doch das tun. Und da finde ich eine vertiefte Arbeit in dieser Wissenschaft einfach nötig und ja, dass vielleicht gesellschaftlich die Rahmenbedingungen auch so sind, dass Menschen weniger an Burnout leiden, an seelischen Erkrankungen. Das ist also eine große Aufgabe, denke ich. Und die hört nicht auf und kann nur in kleinen Schritten vielleicht auch was tun. Ja, ich meine, der Mensch hat durch seine